Das folgende Video wird euch gesponsert von Boostbox Gaming. Unter 1000 Euro, der Budgetboy macht es möglich. Ein AMD Ryzen 5 7500F und eine Raiden RX 7600 sind der perfekte Einstieg fürs PC-Gaming. Link in der Videobeschreibung, jetzt abchecken, nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren dschungelreichen Folge Avatar. Freut mich, dass du da draußen wieder rein dschungelst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Dschungelkrieger, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Gewinnspiel läuft. Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ganz easy, ganz schnell und schon seid ihr mit dabei. So, wir tippen einmal hier rein. Mal sehen, ob ich ein bisschen Fisch bekomme. Nom, 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 da hat er einen gefressen. Nice. Ja, einfach nur cool. Einfach nur cool. Auch wenn wir hier ein bisschen im Baum hängen bleiben. So, wir waren hier bei einer Nebenmission. Einer etwas größeren, umfangreicheren Nebenmission. Anscheinend müssen wir einmal hier hoch. Die Welt ist einfach so. Warum kämpft sie nicht öfter für uns? Wir mussten unseren Wert als Krieger beweisen. Die Sessua reiten schnell und warten nicht gern auf andere. Der Wind im Grasland ist zu scharf. Er durchschneidet die Berge. Raue Gegend hier. Also müssen die Sessua noch härter sein. Es wird anders sein. Aber wir sind für alles bereit. Du musst ohne deine Ikran gehen. Sie wird dir nicht ins Grasland folgen. Warum? Der Himmel dort ist dir fremd. Zu weit weg von hier. Du musst der Bindung trauen, auch wenn sie neu ist. Sie folgt dir, wenn du das Land und die Gefahren besser kennst. Wie kann ich dann reisen? Du wirst lernen. Wenn du bereit bist, zeigen dir deine Vorfahren der Sessua den Weg. Fliege erst einmal zu den Wasserfallklippen. Das Höhlensystem dort reicht bis ganz zur Prärie. Ich muss erstmal hier hin. Oh nein. Aber den kann ich eventuell mal retten, ne? Dagegen schießen? Das ist immer die Lösung. Danny, die Wildtiere sind sicher. Gut. Gut, dass wir uns trafen. Unser Gespräch erinnert mich daran, dass ich schon lange mit niemandem darüber gesprochen habe. Oder über etwas anderes. Bin im Hauptquartier, am Eingang. Das war's. Ich treffe dich da. Das war's. Ich habe einmal hier dagegen geschossen. Das Wildtier ist abgehauen. Fertig. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich habe ehrlich gesagt ein kleines bisschen... Wow, was war das denn? Das ist hier direkt explodiert. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Da sind wir wieder beim HQ. Wow. Easy, Pal. Easy. Hat dich nicht abgehalten, zu unserem entzückenden Ersatzlager überzulaufen? Wir wissen... Du bist zurück. Nur kurz? Oder... Hab ich eine Wahl? Ich sorge für unsere Sicherheit. Und die meines Mannes. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Dich aussprechen. Er scheint dich sehr zu lieben. Jin trägt so viel Liebe in sich. Es wäre egoistisch, das an mich zu raffen. Natürlich will er eine Familie. Auf der Erde wuchs ich in einer harten Gegend auf. Regiert von Leuten wie Mercer. Ich werde nie den Blick meiner Eltern vergessen. Voll Wärme und Angst, dass sie mich nicht beschützen können. Das Tier, das du befreit hast, wird diese Gefühle auch irgendwann erfahren. So weit denkt es wahrscheinlich nicht. Es liegt in seiner Natur, Nachkommen zu zeugen und zu beschützen. Wie bei allen Eltern, denke ich. Ja, dumme Instinkte und Liebe. Jin glaubt an mich. Er liebt mich zu sehr. Ich habe Angst. Wie soll ich es ihm sagen? Ich muss mit ihm reden. Tja, am Ende musst du halt einfach mit ihm reden. So sieht's leider nur mal aus, ne?
Das kann dir leider niemand abnehmen. Wow. Oh, da gab es einige nette Sachen. Was habe ich hier Neues bekommen? Nicht hier. Irgendwas hier, oder? Schusswaffenschaden. Give it to me, baby. Immer noch nichts Neues hier, ne? Habe ich hier einen Mod? Auch nicht. Platz zum Atmen. Gut, fliegen wir hin. Jake und Neytiri haben auch einen Escape. Aber wir haben dazu. Ich weiß, ich kenne die Einzelheiten. Ist schon ein ganz schönes Stück, aber mit meinem Birdie hier schaffen wir es. Ja, mittlerweile macht Ubisoft halt solch extrem krass lange Spiele, ne? Oh, was ist das denn für eine Anlage? Ist das die Mega-Anlage, wo ich überlegt habe, ob ich sie angreifen soll, aber ich mir dann dachte, ist vielleicht ein bisschen zu big? Oder ist das eine andere? Ich weiß es nicht. Es könnte die Mega-Anlage sein. Ja. Okay, hier unten wird schon wieder wild geballert. Ich finde halt, im Großen und Ganzen haben sie die Spielwelt einfach extrem gut eingefangen. Die Welt ist halt einfach heftig. Und sie wirkt halt extrem detailverliebt. Na, hier drüben ist schon wieder Gammel. Doch, das ist die Mega-Anlage. Na gut, ich kann es ja mal probieren. Stopp, wir landen hier. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Heilung. What is this? Wo kann ich das rausziehen? Hier. Noch eins. Und tadellos. Bei Regen sind sie besser. Von der Qualität. So, hier ist die Anlage. Ich hoffe, ich finde hier noch Heilung. Eine Schutzfrucht. Was ist das hier für ein Ding? Einsiedlerknospe. Sag mal, wie viele unterschiedliche Pflanzen haben die hier eingebaut? Sind die irgendwie gar kein Ende? Ha. Huh. Kann man die ernten? Anscheinend nicht. Eine Heilpflanze sehe ich ja auch nicht, obwohl vielleicht da hinten. Ist das eine hier? Ja. So, wir haben zwei Heilungen, aber das ist halt eine riesige Mega-Basis. Ich weiß nicht mal, ob wir die einfach auch angehen können. Ob wir sagen können, die will ich jetzt säubern. Boah, wie heftig geil sieht das auch. Auch der Boden hier, ne, mit der Schlacke und so. Schaut euch das Ding an. Okay, Stock bin ich voll. Hey, Sotlek. Ich nähere mich einer echt großen RDA-Basis. Im nördlichen Ginglor-Wald. Umgeh diesen Ort, wenn du leben willst. In der Basis gibt es mehr RDA als Ginglor im Wald. Und flieg auf keinen Fall zu nah ran. Die Flugabwehrtürme schießen deine Ikran sofort ab. Okay. Ich werde mich vorerst fernhalten, aber... Okay. Was ist das denn überhaupt für ein Ort? Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Priya und Talan könnten dir mehr dazu erzählen. Aber die RDA wird dich zerlegen, wenn du unvorbereitet bist. Wurdest doch gerade erst aus dem Kälteschlaf gerettet. Okay, neue Quest. Sag mal hier, die Quest. Boah, Level 20, ja gut. Nee, es wäre Selbstmord da reinzugehen. Es wäre purer Selbstmord da reinzugehen. Lasererz. Ich sollte hier eigentlich safe sein, oder? Ich hoffe. Ach, bin ich nicht. Boy. Uff. Böse. Sehr, sehr böse. Okay, die Base kann ich absolut komplett knicken. Ich bin hier. Ja, ja.
What? Wo soll das sein? Innerhalb des Questgebiets. Man sah sie den Heimatbaum nördlich Richtung Steinklingengrat verlassen. Man hörte, wie sie über die Verschmutzung südlich des Schwarzwasserbeckens sprach. Auf den Klippen mit Blick auf die Bögen findet man sich einer hölzernen Struktur. Okay, lande mal hier. Innerhalb des Questgebietes. Eine hölzerne Struktur. Das Ding hier? Innerhalb des Questgebietes. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Das ist was. Einprägen, verschmutzt. Ich kann das nicht machen, weil die Gegend verschmutzt ist, oder wie? Ja, die kann ich nicht säubern. Boah. Birdie. Nee, kann ich vergessen. Hier kann ich leider nichts machen, weil die Anlage hier alles versifft. Okay, wo geht's denn weiter mit der Hauptqueste? Platz zum Atmen. Geht nicht. Ein mächtiger Sturmgleiter ist im Wald abgestürzt. Verschwundene Sammlerin. Da muss ich hin. Wie weit ist das weg? Weit. Alright, let's go. Schade. Aber das Gebiet ist halt so zugesifft. Alter, was ist das denn da hinten? Schaut euch das mal an. Sieht heftig aus, ne? Verschwundene Sammlerin, Level 5. Ich will da mal hinfliegen. Okay, das ist richtig, richtig heftig. Schaut euch das an. Was ist denn eigentlich die nächste Hauptstory? Quest. Tödliche Jagd. Finde den Sturmgleiter. Verschwundene Sammlerin, Platz zum Atmen und das Laserding. Na, jetzt machen wir erstmal das hier. Und er meinte doch eben gerade, dass ich nicht mit meinem Vogel hin kann, wo diese Jägerin ist. Okay, ich brauche wieder ein bisschen was zum Snacken. Let's snack. Komm, schnapp dir einen Fisch. Ah, geht doch. Geht doch. Boah, die Bäume und so. Okay, 1,4 Kilometer noch. Einmal durch den Supernebelwald. Das Lager an den Spinnfäden sehen. Okay, wir haben es fast geschafft. Da sieht man mal, wie winzig die eigentlich sind, ne? Wenn man die Größenverhältnisse von Pandora mal so zur Seite nimmt. Ich bin hier. Wo ist Wuan? Sie weiß doch, dass ich hier übe.
Warum, Lurel? Bin ich denn kein gutes Publikum für dich? Nun, Wuan ist wenigstens leise, wenn ich spiele. Ein Zarentu ist gekommen, um mich spielen zu hören. Jetzt werde ich sicher auch jenseits des Ginglorwalds berühmt. Tut mir leid. Deshalb bin ich nicht hier. Oh, du hättest wenigstens so tun können. Egal, ich nehme an, du suchst nach Wuan? Woher weißt du das? Sie liebt gut gespielte Musik. Wenn sie mich gehört hätte, wäre sie sicherlich von der Suche zurückgekehrt. Sie sagte, dass sie Kräuter für Netu sammelt. Wir wissen ja, wie rastlos die junge Schülerin meiner Mutter ist. Wo soll ich suchen? Kräuter sammelt sie immer auf der anderen Seite des Flusses. Wuan liebt ihre Routine. Sie liebt die Grasflächen am Ufer, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Auf offenen Wasserflächen klingen meine Noten nicht rein. Okay, Quest verfolgen. Lieber geliebt werden, als vergeblich zu lieben. Verfolge ich jetzt die Quest? Komische, hässliche Kleider. Warst du noch nicht bei meiner Mutter? Nö. Der liebe Sarentu, möchtest du mir Gesellschaft leisten? Ich beobachte die Himmelsmenschen aus den Schatten und amüsiere mich köstlich. Bei der Höhle am Sockel der Waldgeistbögen herrscht reges Treiben. Ich werde mir mal ansehen, was sie dort unten tun. Kommst du mit? Gut. Ich kenne mich mit Himmelsmenschen aus. Das höre ich gern. Man sieht sich dort. Alles klar, ich bin dabei. Was ist das hier für jemand? Du da. Lei Dao ist wieder mal übel gelaunt. Als ich ihr Hilfe anbot, schnaubte sie nur und sagte, sie brauche jemanden von außerhalb des Clans. Viele von uns wundern sich über ein seltsames Geräusch, aber Lei Dao ist entschlossen, es zu ergründen. Ich habe sie kürzlich am Flusslauf gesehen. Okay, ich denke mal, das ist auch wieder ein Hinweis für irgendeine Quest, ne? Der Klang der Nacht. Sag mal, wie viele Nebenmissionen gibt es hier? Achtung, ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Birdie! Er holt mich nicht ab. Anscheinend muss ich alleine gehen. Gut, dann bin ich halt solo hier unterwegs. Ist da etwas? Boah, Alter, der Pilz hat mich aber nicht konzentrieren. Ganz schön hochgeschleudert. Was mit meiner Haut? Ja, okay, den kriege ich nicht mehr. Der wird nicht tadellos. Wieso kann ich mich nicht konzentrieren? Kann sich nicht konzentrieren. Warte, wo muss ich hin? Hier hin. Möchtest du bald zurück zum Heimatbaum? Müssen wir? Ich würde lieber noch etwas im Wald bleiben. Okay, ich kann mich wieder konzentrieren. Hallo. Tja, Sarentu ist hier extrem hoch angesehen, ne? Innerhalb des Suchgebietes. Bams, tadellos. Ist ja die Frage, wie groß ist das Suchgebiet? Hallo? Da ist der Fluss und die schimmernden Fälle wahrscheinlich, oder? Und da vorne sehe ich auch irgendein Lager. Irgendwas ist da. Alright. Probleme sind da.
Wir sind nun. Bams. Alright, let's go. Alter, die Waffe ist mal richtig nice. Mit der kann man wenigstens mal arbeiten, der Waffe. Die schallert mal gut rein. Was haben wir hier Schönes? Inventar voll. Blendies. So, ich bin am Fluss. Aber irgendwie bin ich nicht mehr im Missionsgebiet. Das ist irgendwo da hinten. Gibt's hier noch ein bisschen Muni? Dankeschön. Alter, die geben richtig gut Muni. Jetzt bin ich wieder innerhalb des Missionsgebietes. Okay, ich kann schon mal herholen. Dritte Flur beim Aussichtspunkt und beobachte. Okay, ein Aussichtspunkt. Und dann wollen wir die RDA beobachten. Ja, ja! Oh, da bist du. Komm, da ist sie. Ich glaube, ich habe die alle getötet da unten. Sorry. Naja, find mal hier jemanden. Das ist halt so ein bisschen das Problem des Spiels. Die Himmelsmenschen bewegen diese üblen... Wie heißt das noch gleich? Metall? Metallkisten aus der Höhle. Sie sind nervös. Könnte nützlich oder wertvoll für sie sein. Nachsehen lohnt sich. Sie glauben wohl, die Giftpilze verbergen ihre Geheimnisse vor uns. Diese Naivität ist schon fast goldig. Sie sehen die Welt mit kindlicher Unverdorbenheit. Hier, eine einfache Mischung aus Brandfrucht und Nektar schützt dich vor dem Gift der Pilze. Was auch immer sie da transportieren, gehört mit Sicherheit nicht ihnen. Bist du nicht neugierig und willst selbst nachsehen? Neugierig schon. Aber ich will ihren seltsamen Metallen nicht zu nahe kommen. Ich weiß, dass es dir nichts ausmacht. Okay, so jetzt da runter. Oh, die ersten habe ich schon gekillt. Wiederbelebender Brei. Der schützt mich jetzt vor dem Gift. Na dann. Da mal runter mit dem leckeren, wiederbelebenden Brei. Schön rein mit dem Brei. Wo ist denn die Höhle? Hier, oder? Was haben wir denn hier? Abgenutzt. Alt. Instrumente. Webstücke. Kleinkram. Lurey hatte recht. Das gehört ihnen nicht. Okay, ich soll den Frachttransfer vernichten. Muss sie aufhalten. Alter, here we go again. Einer. Hier war doch noch irgendwo irgendwas, irgendwer. Ob es einen Sniper gibt? Ich hätte gerne einen Sniper. Schon, gib ihm. Alter, es gibt sich, dass diese kleinen Minisoldaten mir hier so auf die Fresse geben. Alright, das hätten wir. Heilung nehme ich mit. Was soll ich jetzt machen? Mal wieder mit ihr reden. Die war irgendwo hier oben. Ja, das Spiel hat irgendwie ab und zu echt unangenehme Situationen, um sich zurechtzufinden.
Ach, da oben ist sie. War eben gerade total verwundert. Wo ist sie? So, was bekomme ich als Belohnung? Komm, was war drin? Du musst es mir zeigen. Instrumente, Webstücke, na, wie Artefakte. Verschiedener Clans. Sie wollten sie wahrscheinlich verkaufen. Es reicht nicht, unser Land auszubeuten. Sie wollen auch unsere Kultur. Dieses Instrument. Meine Sesua-Freunde haben mir das Spielen beigebracht. Wir übten auf der Wiese des Lichts. Kindliche Fehler, sorgloses Lachen für Ewa. In den Händen derer, die uns hassen, bekommen diese Dinge eine ganz andere Bedeutung, nicht? Danke. Ich bin froh, dass die Himmelsmenschen sie nicht mehr besitzen. Vielleicht hat Eduas waghalsiger Kampf doch einen Zweck. Klar, natürlich. Jägerarmband, Armschutzmod. Uff. Bams. Das katapultiert uns direkt nach oben, ne? Joa, kann man nicht motzen. So. Der Clan der Wanderer. Ach, hier ist die Quest. Boah, das ist irgendwo da hinten. Da komme ich aber nicht hin ohne... Nee. Was ist das denn hier? Kann ich hier eine Schnellreise machen? Der Schlingengipfel. Ich könnte hier hin, dann müsste ich halt mich hier selbst durchschlagen. Gut, dann machen wir hier eine Schnellreise. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, ans Gewinnspiel denken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger.